Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde, Kartenbesprechung Part Nummer 5. Wir schauen nochmal auf ein paar alte Bekannte. In wenigen Sekunden, bis gleich. So, Hallöchen, ja, das letzte Video, welches während meiner Abwesenheit hochgeladen wird, sollte Samstag jetzt sein. Und wir gehen deswegen nochmal einmal durch die Karten durch, die wir schon zum Teil hatten. Deswegen machen wir das auch recht flott und recht schnell. Wenn ich noch einen Satz irgendwie zu sagen habe, dann sage ich ihn, wenn nicht, dann eben nicht. Aber ja, ich dachte, da wir eh die Zeit haben, können wir das doch ganz locker machen. Und dann haben wir sie auch alle offiziell in diese Kartenbesprechungspart eingeführt. Wie gesagt, wenn ich jetzt, ich komme Sonntag, Mittag, Nachmittag wieder, eventuell gibt es abends noch einen kleinen Stream, also Sonntagabend, aber je nach Verfassung das nicht. Also könnte ich mir vielleicht sogar eher vorstellen, dass ich vielleicht noch ein, zwei YouTube-Videos Sonntagabend aufnehme, die dann direkt am Sonntagabend oder Montagmorgen halt dann starten. Das sehe ich vielleicht sogar eher. Mal schauen. Auf jeden Fall geht es dann natürlich weiter mit den ganzen Karten, die ich dann verpasst habe in der Woche, das ist ja logisch. Ja, starten wir einfach nochmal mit Moloch Holmes, den haben wir wirklich reichlich besprochen, auch wer genau wissen will, wie das funktioniert, der kann sich das Video anschauen, das zweite Video, glaube ich, zur Erweiterung, Karten im Detail erklärt, da zeige ich ein Foto auch von der Sache, wie das läuft. Ja, ich finde, es ist eine ziemlich coole Karte und ich meine, es ist wirklich die Frage, wie oft man falsch liegt. Weil man kriegt die drei Karten halt wirklich nur, wenn man alles drei richtig macht. Wenn du zwei Sachen richtig machst von den dreien, dann kriegst du halt gar nichts. Und wenn das halt, sagen wir mal, zu 70% liegt man einmal falsch oder zu 80%, du kriegst also ständig keine Karten, dann ist die Karte halt echt Mist. Deswegen ist, ich bin echt gespannt, weil Starthand, Hand und Deck ist halt echt schon nicht so einfach und da kann man schnell falsch liegen, gerade auf der Starthand. Wenn, ich meine, wenn der Gegner Pech hat und der kriegt halt eine doofe Karte auf die Starthand, dann redest du vielleicht falsch. Insofern, ich bin wirklich gespannt, wenn das aber recht häufig klappt und wenn man, sage ich mal, zu 80% richtig liegt, und dann kriegst du für 3 Mana einen 3-4er aufs Feld, das sind gute Stats, und hast mal eben 3 Karten auf der Hand. In einem Deck vielleicht, was halt nicht so viel Card-Draw hat. Also, ob jetzt der Warlock, der ständig 10 Karten auf der Hand hat. Also, besonders in einer Klasse, ich meine, mittlerweile gibt es viel Card-Draw. Aber besonders trotzdem in einer Klasse, die vielleicht am Ende doch nicht so viel Card-Draw hat und doch öfter mal mit 5, 6 Karten nur auf der Hand ist, da kann das dann vielleicht eine sehr schöne Karte sein, um so Lücken zu füllen. Und ja, auf jeden Fall verrückt und lustig. Wenn man coole Karten des Gegners, der gegnerischen Klasse bekommt, kann das natürlich sehr witzig sein. Ich freue mich auf Moloch. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Finde ich recht schlecht. On-Curve eine super schlechte Karte. Mit Durchfluten ist es dann ein 4-5er, also ein 2-Mana-4-5er Taunt. Eventuell gibt es irgendwelche Klassen, die halt Taunt-Support haben, die mit Taunts funktionieren, die Taunt-Buffs haben. Und dann ein 2-Mana-4-5er spielen, den man dann halt buffen kann, mit dem man dann irgendwas machen kann, weil er halt sehr günstig ist. Das kann schon sein. Aber On-Curve halt schlecht. On-Curve wird da selten gebufft sein. Wenn du den Top-Tex auch eher recht schlecht, ist eine recht lahme Karte, aber für 2 Mana 4-5 kann es auch natürlich, wie gesagt, wenn irgendeine Klasse, es sind viele Stats für wenig Mana und wenn man damit dann was machen kann und mit diesem Taunt was machen kann, ist es auf jeden Fall auch Potenzial da, dass die Karte nicht schlecht ist, aber jetzt nie keine Karte, die jetzt in jedes Deck geschmissen wird, weil sie so toll ist oder so, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Prinz Renatal, der ist ja schon aktiv, insofern halte ich den jetzt mal raus. Ist eine großartige Karte, macht viel Spaß, hat die Highlander, es gibt zwar bisher keine Highlander-Karten, ich weiß nicht, ob noch welche kommen. Ich denke, wenn es welche kommen, wenn es wirklich Highlander-Karten gibt, werden sie mit einem Schlag wahrscheinlich alle zeigen und sagen, bam, Highlander ist zurück, also es kann noch passieren, denke ich. Aber er hat sogar schon jetzt, also mit Renatal, mit den 40 Leben, kann man sogar tatsächlich eher Highlander spielen, mit mehr Karten kann man wahrscheinlich eher Highlander spielen. Trotzdem denke ich, ein oder zwei Karten, die das Ganze supporten würden, wären noch sehr, sehr hilfreich. Aber sehr spaßige Karte, macht witzig. Und was die Statistik sagt eigentlich auch, dass 40-Karten-Decks nicht wirklich jetzt super krass sind. Und eigentlich gibt es, glaube ich, nur den Beast Hunter, der wirklich stark ist. Beast Hunter mit 40 Karten, was die Statistik angeht. Insofern ist die Karte tatsächlich, glaube ich, ganz gut gebalanced. Und hat auf jeden Fall aber Schwung reingebracht. Und man kann wieder ein paar witzigere Sachen spielen. Das finde ich großartig. Die Karte hatten wir schon, wie gesagt, du spielst die Karte, man pickt ein Legendary, der Gegner ist dann dran, dann pickt er. Hat man in dem Turn schon das Legendary gespielt, weiß der Gegner hundertprozentig, was Sache ist und der kann auf jeden Fall richtig picken. Finde ich eine sehr witzige Karte, habe ich richtig Bock drauf, weil ich meine, als Priester so einen One-Drop spielen, der ganz solide ist und dann random Legendaries finden, die man dann in sein Deck bauen kann. Eine sehr, sehr witzige Karte, die einen Control-Priest auf jeden Fall lustiger machen würde. Und das ist klasse, Random Legendaries sind immer witzig und die Karte kostet halt wirklich nur 1 Mana. Das heißt, es ist halt auch einfach,
billigt, man kann es also leicht spielen. Dass der Gegner natürlich auch picken darf, ist der große Nachteil dieser Karte, was die Karte noch verrückter macht. Ja, Spaß habe ich an der Karte auf jeden Fall. Ob sie gut ist, ob sie schlecht ist, ob sie vielleicht sogar broken ist, weil der Priester ständig Legendaries entdeckt, die man nicht haben sollte. Ich bin sehr gespannt. Aber ja, spaßig, hundertprozentig. Ja, dass ich jetzt, ich habe die Karten, wir hatten die Karten alle schon mal genauer durchgesprochen. Also ich habe jetzt den Text nicht nochmal vorgelesen, dass ich es, also jetzt, ihr könnt ja stoppen, ihr könnt euch den Text durchlesen, aber wir hatten die Karte schon im ersten Video, im zweiten Video. Ich denke, dann muss ich jetzt nicht nochmal alles komplett durchballern, deswegen geht das jetzt halt alles hier ein bisschen schneller. Wie gesagt, wir hatten es ja eigentlich alles schon mal. Schlammlachen ist, wie gesagt, ist eine sehr gute Karte. Ein Mana Feld-Spell, der dreimal einen Diener evolved. Du kannst es dann benutzen, wann du möchtest. Du kannst einen Value Trade machen, dann machst du das Ding. Du spielst halt Turn 2, Turn 3 irgendwie einen Diener, den du unbedingt buffen möchtest oder hochbuffen möchtest. Kann ich mir sehr, sehr stark vorstellen. Für einen Mana kriegt man hier wirklich, wirklich viel Value, wenn man es denn vernünftig nutzt, mit den richtigen Karten, mit den richtigen, nach richtigen Trades oder so. Kann ich mir sehr stark vorstellen. Funktioniert grandios mit der Baronin. Wie gesagt, wenn sie verwandelt werden würde, sei es durch einen gegnerischen Effekt, also Sheep oder Hex, also irgendwas Schlechtes, dann passiert es nicht und du kriegst den Diener sogar auf dein Feld. Also du kriegst das 1-1er Schaf, du kriegst den 0-1er Frosch. Wenn du die Karte aber evolven würdest, also zu einem 5-Mana-Diener, dann bleibt auch dann Baronin stehen und du hast noch einen 5er. Das heißt also, du spielst irgendwann Turn 1, Turn 2, Turn 3 diese Schlammlachen, dann spielst du Turn 4 Baronin Varsh und du hast Baronin Varsh und einen random 5-Drop, also eine im Durchschnitt also einen relativ guten, soliden 5er-Drop plus 4. Also eigentlich könnte man sogar sagen, dass auf Baronin draufsteht, spiele Baronin und beschwöre einen zufälligen 5er-Drop zu dem Rest da noch, der dann auch noch ist. Du kannst sie ja noch mehr evolven oder öfter evolven und es ist ein Schutz. Ich denke, das ist eine sehr, sehr solide Karte, die in einem Evolve-Schamanen mit diesen Schlammlachen mit ganz großer Sicherheit gespielt werden wird. Dafür ist sie dann, glaube ich, zu gut. Die urzeitliche Welle halte ich, wie gesagt, also Evolve war gut. Und die Wolf war richtig gut, aber die Karten kosteten halt ein Mana bzw. zwei Mana. Jetzt hast du beides kombiniert in drei Mana, kann richtig, richtig gut sein. Man muss aber schon mal Folgendes sagen: Diese Karte wirkt unfassbar gut gegen Dude Paladin. Das Ding hat Death Rattle, das Ding hat Death Rattle. Der Typ ruft Rekruten, die Gottesschild und Angriff gebufft haben und die kosten, das heißt also die Typen, wenn du die Wolfs hast du 0 Mana Diener, das sind 1-1er. Also gegen den Typen ist es richtig gut. Gegen den Typen, wie gesagt, du machst den Death Rattle weg, das ist ein Death Rattle, also gegen Dude Buff Paladin sieht es schon mal unfassbar gut aus, die Karte. Dann der Magier ruft Skelette mit Death Rattle, das heißt, du nimmst ihm zum einen den Death Rattle weg und du nimmst ihm Skelette weg, die mit Kel'Thuzad nicht kommen. Also du machst aus stabilen Skeletten aus 2-Mana, 2-2er machst du also 1-Mana, 2-1er, 1-Mana, 1-3er im Normalfall. Klar, kannst auch mal Pech haben. Es gibt wahrscheinlich einen guten One-Drop, der gute Stats hat, weil er halt eigentlich schlechten Effekt hat. Also wahrscheinlich gibt es den oder so oder einen relativ guten One-Drop. Aber im Normalfall wird der Gegner irgendwie einen 1-1er oder einen 1-3er bekommen. Ohne einen Death Rattle. Das heißt, du nimmst ihm, ja, du nimmst nicht nur den besseren Diener weg, sondern machst ihn zum schlechteren, der weniger Druck macht und diesen Death Rattle nicht hat. Du nimmst ihm auch noch die komplette Win Condition und Kel'Thuzad belebt weniger Diener wieder. Also sowohl gegen Dude Pala als auch gegen dieses hier wirkt diese Karte sehr, sehr stark. Also gegen zwei neue Archetypen könnte diese Karte schon richtig gut sein. Von dem her ist diese Karte auf meinem Power Level jetzt, ich fand die okay und ich glaube, die ist auch nicht schlecht. Aber jetzt mit dem, was ich schon gesehen habe, würde ich sagen, okay, könnte vielleicht noch besser sein, weil da kommt relativ viel, was man vielleicht gerne wegmachen möchte. Ich bin gespannt. Ja, Schattentor vom Schurken halte ich für eine richtig gute Karte. Ein Zauber ziehen für ein Mana, das passt schon. Also für ein Mana ein Zauber ziehen, fertig, kann man nichts falsch machen. Wenn zwei Diener sterben, erhält man noch eine temporäre Kopie auf die Hand. Und ja, das hatte ich glaube ich wenig gesagt und wurde mir auch im Twitch-Chat dann eher so gesagt, wo ich dachte, oh ja, stimmt. Natürlich auch gut zu OTK oder Combo-Decks führen. Also der Schurke hat ja Damage-Spells, Adrosseln zum Beispiel. Adrosseln wurde ja sehr stark genervt. Macht nicht mehr drei Kopien ins Deck, sondern macht nur noch zwei Kopien ins Deck. Aber wenn man jetzt Adrosseln damit zieht und du bekommst eine Kopie auf die Hand, dann hast du ja quasi viermal Adrosseln, ne? Also du mischst zwei ins Deck und wenn du dann direkt Schattentor spielst, dann mischst du ja nochmal zwei ins Deck. Das heißt also, du hast mit einem einzigen Adrosseln hast du viermal ins Deck gemischt, also einmal sogar mehr als vorher. Das heißt, damit könnte es vielleicht wieder funktionieren. Das Problem ist natürlich, da steht ja nicht, zieht einer Drosseln oder such dir den Zauber aus, den du ziehst,
sondern da steht, zieht einen Zauber. Das heißt, du ziehst irgendeinen random Zauber und die Kopie ist temporär. Das heißt, du musst es dann auch benutzen. Also der Zauber ist random, es muss also nicht erdrosseln sein. Und wenn du es direkt benutzen musst, kann es auch nicht gut funktionieren, weil du willst ja eigentlich, dass der Gegner alle am Ende zieht. Dass du alle am Ende ziehst, damit er halt OTK'd wird und der sich nicht zwischendurch heilen kann. Insofern, ja, ich sehe da Kombo-Potenzial und es gibt bestimmt auch Kombo-Potenzial, gerade mit Direkt-Damage-Spells, aber aufgrund der Tatsache, dass es nur temporär ist und dass du halt einen Random-Spell ziehst, du weißt also nicht, vielleicht ziehst du auch Schattenschritt oder so und du weißt ja nicht, du hast halt die anderen Spells am Anfang auf der Hand, den ziehst du nicht, den ziehst du erst gegen Ende. Es gibt also so ein paar Faktoren, die das Ganze halt beeinflussen können. Trotzdem denke ich immer, es ist eine großartige Karte, nichtsdestotrotz. Und eventuell, wie gesagt, Combo-OTK-Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, denn du kriegst halt irgendeinen Spell doppelt. Und wenn du halt drei gute Spells im Deck, die du halt doppelt haben möchtest, die alle Schaden machen, dann kann es ja trotzdem sein, dass du damit halt, dass das ein großer, wichtiger Part ist des OTKs. Was mich jetzt nicht freut, aber man kann die Sache ja trotzdem erkennen, ne? Und dann Krieger ist wirklich ein bisschen, also ich hatte, die Karten sind, das ist wirklich der Ort, den ich bisher am lahmsten und am, also jeder Ort denke ich, boah, ist der stark, boah, ist der stark, boah, ist der stark, boah, ist der stark. Hier denke ich, ein Mana, dreimal, fügt einem Diener einen Schaden zu, verletzt jemanden Angriff, das ist auch, glaube ich, nicht schlecht. Für ein Mana einen Schaden machen, das heißt, du machst für ein Mana drei Damage, das ist schon okay und du machst halt für ein Mana dreimal einen Buff, den du halt auf deine eigenen Diener benutzen kannst. Dann gibt es ja Sachen wie Raserei, also es gibt Diener, die triggern mit Schaden, also wenn die Schaden bekommen, passiert was. Auch das ist gut, du kannst also Raserei viel besser nutzen. Insofern auf gar keinen Fall will ich sagen, dass die Karte schlecht ist und auf gar keinen Fall, die Karte hat Potenzial. Aber wenn ich bedenke, der Priester zieht drei Karten und bufft dreimal, der Schamane, wie gesagt, dreimal einen Diener evolven nach einem Value Trade oder so und hier ist es halt dreimal irgendwie so einen Schaden machen, wirkt im Vergleich zu den anderen ein bisschen schwächer, aber mit den richtigen Karten im Deck, mit der richtigen Synergie und wie gesagt, für einen Mana denke ich trotzdem immer noch eine gute Karte. Und auch Olgra ist so, wie gesagt, du spielst sie greift alle Gegner an, sie greift das Face an, ist auch ein Gegner, ist auch ein Feind und sie wird dann noch gebufft für jeden verletzten Diener, also wenn der Gegner 3, 4, 5 verletzte Diener hat. Also vielleicht spielt man Wirbelwind, der Gegner hat wirklich 4, 5 verletzte Diener, du spielst Olgra und Olgra kommt mit 8, 12 aufs Feld und haut ihn alle ins Gesicht. Ist schon ganz cool. Ich weiß aber nicht, ob ich sie besser finde als Deathwing. Deathwing war ja 8 Mana 12, 12 und hat einfach alle angegriffen. Damit sie 12, 12er Stats bekommt, müssten... Jetzt geht gar nicht, sie könnte 10... Also mit 7 Dienern, mit 7 verletzten Gegnern auf dem Feld. Okay, rein theoretisch. Man selber könnte 6 haben, der Gegner hat 13. Sie könnte 13, 13er Stats könnte sie kriegen. Das heißt, sie könnte 16, 20 wäre das absolut Optimum, wenn man selber 6 hat und der Gegner hat 7. Ja, es ist, also ich glaube deswegen für 8 Mana immer 12, 12 war vielleicht ein Tacken besser, aber die Tatsache, dass die Karte Face geht, deswegen konnte nicht Face gehen, die Karte geht Face, die Karte kann also auch mal eben 6, 7, 8, 10 Face Damage machen und das katapultiert sie natürlich nach oben und dann kostet sie 2 Mana weniger, also eventuell ist sie vielleicht sogar ein bisschen besser als Deathwing. Und deswegen war großartig, die Karte kostet 2 Mana weniger, ist ein bisschen schwerer zu aktivieren, geht aber Face, von dem her, ich würde sie vielleicht auf das gleiche Level wie Deathwing packen, weil sie hat Nachteile, aber sie hat dann auch wieder zwei große Vorteile. Billiger und Face sind schon enorme Vorteile, muss man sagen. Ist eine ganz coole Karte auf jeden Fall, schmettert man aufs Feld, haut den Gegner ins Gesicht, ist ganz witzig. Ja, das war nochmal der kurze, irgendwie nochmal so ein Satz, den ich sagen wollte zu jeder Karte, was mir noch eingefallen ist, die wir schon mal hatten. Ich bin jetzt wahrscheinlich irgendwo im Delirium und muss so langsam ausnüchtern, damit am Sonntag die Rückfahrt beginnen kann. Wir kommen hoffentlich heile an, wieder zu Hause und dann geht es hier Sonntag, spätestens aber am Montag, irgendwie, sei es auf Twitch oder auf YouTube hier mit Hearthstone-Content weiter, wir werden wieder alle Karten besprechen. Ich freue mich, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, ich hoffe, ihr habt mir ein bisschen was mitgegeben mit Kommentaren. Ich werde mit Sicherheit auf dem Festival auch mal eure Kommentare lesen, klar, wie viel ich darauf jetzt antworte, weiß ich nicht, aber gelesen wird es auf jeden Fall und wenn, dann spätestens, wenn ich wieder da bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Bleib gesund, bleib friedlich und wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich
unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und bis dann, Freunde.